könnte einem Bauer wie nur Höttlinge. Was soll das mit jedem auf? Hast du in Grantabrück Schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jarlskrona muss. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin. Du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht! Du bist der Grund, warum ich atme! Du musst mich zu meinem Schicksal führen! Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen! Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben, wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Ich würde selbst Tor unter den Tisch trinken. Beruhige dich, gutes Loki.
verräterische Ratte ist jetzt in Hill. Und wird sich vor den Verlor... Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Sie für mich sühnen. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und... Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Ich schaffe das nicht allein. Zeig es mir. Ich brauche hier drüben Hilfe. Halt ihn auf! Den Heil!
erschöpft, verbannt! So kämpft doch für mich! Stirb für mich! Stirb für mich! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist das das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Wir sollten zum In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Vertrauen darzustellen, dauert lange. Was du in Deutschland gar neu verbündet ist. Das Ende des Sturms ist schon. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast. Es ist schön, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des Sturms steht. Lauter Schätze, aber ich brauche Hilfe.
Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Garlin hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Konasoma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränger. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Grüße, Eivor. Das habe ich. Ich habe sie...
Die Dänen von Grantabrück Schier sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Chilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarlskona Soma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Ich habe nie behauptet, sein Gleichgestellter zu sein. Aber ich werde meine Siege nicht kleinreden, Dag. Möge der Ruhm jene finden, die ihn verdienen. Wenn ich es bin, dann sei es so. Wenn du es bist oder ein jeder von euch, umso besser. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eivor? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, den sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Für den Rabenclan! Auf euch an! Ihr seid hier tot! Yeah.
eurer Stärke! Wer hat euch in den Tod geschickt? Die Götter selbst schicken uns! Noch ein paar Feiglinge! Verjagt sie! Hier werdet ihr nur den Tod finden! Das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Habt Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn! Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren? Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Speer hinter ihm her, dann finden wir... Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte. Ein neuer Brief für mich. Also, wo waren wir? Das habe ich. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht im Weg sind, wenn du sie nicht brauchst. Schön, dich zu sehen. Chilbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen und dich. Ich weiß, nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten.
Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends. Der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Gut, ich reise nach Osten und spreche einmal selbst mit Finn. Ein guter Plan. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald dann.